Hallo miteinander, da aus dem sonnigen Rom. Da können wir Medizin auswählen. Und uns wieder regenerieren. Das hätten wir jetzt einmal vollbracht. Und jetzt, wenn wir da irgendwie auf der Kirchturm klettern, heißt's. In eurem Alter, imbecile. Dann machen wir das doch einmal. Kann ich da jetzt irgendwie noch. Kann ich die nicht? Trinita dei Monti. Schauen wir uns das auch noch an. Diese Kirche, deren Bau im frühen 16. Jahrhundert abgeschlossen wurde, liegt über der spanischen Treppe, die hinab zur Piazza di Spagna führt. Sowohl die Kirche als auch das umgebende Gelände gehören dem Staat Frankreich, der das Projekt zur Feier der erfolgreichen Invasion in Neapel in Auftrag gab. Ein sehr kurzlebiger Sieg. Ja. Also in Italien, die spanische Treppe gehört der Franzose. Nein, ich will eigentlich nicht Attentat, sondern ich will eigentlich ein bisschen Geld stehlen da. Porco demonio, meine Börse ist fort! Merda! Maladro! Mein Rücken! Bevor wir da hochklettern. Okay, da geht's scheinbar nicht rauf. Aber da. Da geht's rauf. Und dann können wir da auf die Spitze vom Turm. Wo wir ja her müssen. Oh, da drinnen sehe ich eine Fahne. Aussichtspunkt. Okay, synchronisieren wir einmal. Eins von 24 Punkten. Jetzt wo ich die Fahne gesehen. Wo ist das jetzt gewesen? Todessprung R1. Naja, dann machen wir alle gerade. Ah, dort oben. Ja, mal schauen. Das wird natürlich da schon viel zu weit tun. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Oh nein, jetzt werden wir da die Wache verfolgen, das heißt, ich kann mich nicht um die Fahne, also das heißt, ja, vielleicht erinnere ich mich dann eines Tages daran, dass dort die Fahne war. Da oben wäre auch noch eine. Komm ich da rauf? Ja, da komme ich rauf. Ein von 101 Bannern entfernt. Dann verfolgen wir ihn da mal. Ich kann mich immer noch zwischen den Leuten verstecken, sehr gut. Roma wird von Tyrannen, Korruption und der Sünde beherrscht. Hoffe, die Sequenz dauert nicht allzu lang, weil ich habe das allerdings nicht so. Gern, wenn man da so lange irgendwie einfach mal Leute nachlaufen muss, ohne dass man gesehen werden darf. Ist nicht so mein Ding von dem Game. Ich finde das Game an und für sich cool, aber wenn es zu viel von diesen Abschnitten drin hat. Klar, ein Assassin muss natürlich auch zum Teil ein bisschen untertauchen, das ist schon klar. Aber kann dann auch too much werden. Wie lange muss ich die Wache noch verfolgen? Checkpoint erreicht.
Und jetzt muss ich sie vermöbeln. So, also die Kombinationen, die man da machen kann, die sind schon höchst effizient. Jawohl, 100% Synchronisation erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Ja, machen wir da halt doch gerade mal mit dem nächsten Dings. Santa Maria dei Miracoli und Santa Maria di Montesant. Rebecca 84. Aha, okay. Eine ganze Reihe von den Koordinaten, die Sean Subjekt 16 abgenommen hat, finden sich an diesem Ort. Vielleicht solltest du das mal überprüfen. Diese schlichte Kirche war ursprünglich die Heimat demütiger Karmelitermönche, die vermutlich auch jetzt noch da sind und sich vor der Außenwelt zu verstecken. Schließlich wurde sie zu einer der Zwillingskirchen, die heutzutage am Eingang der Piazza del Popolo steht. Die Renovierung begann im Jahr 1662 und dauerte 13 Jahre. Das Ergebnis ist zu einem prägenden Wahrzeichen des modernen Rom geworden. Genau, zum Marker setzen. Hey Desmond, ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Kann ich da hochklettern? Komm ich da so hoch? Denke schon. Oder auch nicht. Komm ich halt da hoch? Ja, da komme ich hoch. Da ist ja die Markierung offensichtlich. Aber... Aber außer die Wache da unten... Dann kann ich da schon... auf die Spitze drauf klettern. Oh, da leuchtet was. Okay. Was leuchtet denn da? Okay. Hätten wir das gefunden? Ja, was das auch immer sein mag. Auf jeden Fall natürlich eine Nebenquest. Du bist aus dem Raster gefallen. Wo warst du? Weiß nicht. Irgendeine defekte Erinnerung? Vielleicht solltest du aufhören. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Cluster 1. Laden. Alle Herren, sie arbeiteten nicht, sondern herrschten von oben.
Also da sind sie am Schaffen. Da sind sie auch ganz klar am Schaffen. Das wird auch Arbeit sein. Das dürfte wohl noch keine Arbeit sein. Und jetzt da. Das geht. Das ist vermutlich. Laden. Ist das richtig gewesen? Was? Um sich vom Souverän und seiner gerunzelten Stirn zu entfernen, tritt das Volk zwei Schritte vor. Ja. Laden. Sie werden sich immer mehr unserer Existenz bewusst. Wir können uns nicht länger auf das göttliche Recht der Aristokratie verlassen, die Herrschaft auszuüben. Wir brauchen ein neues System, etwas viel subtileres. Laden. Quarantänezone. Kann da irgendwie nicht aktivieren. Aha. Ah. Quarantäne aufgehoben. Jetzt verstehe ich. Ich schiebe 16s Videodateien hier hin. Hoffentlich ergeben sie Sinn, wenn du sie freischaltest. Heißt es jetzt, sie haben das Puzzle jetzt gelöst, wenn ich da das Video abspielen kann? Ich weiß es nicht. Kommen dann sicher da nochmal dazu. An dieser Stelle ist jetzt wieder Zeit für einen kleinen Cut worden. Doch da gerade ein idealer Zeitpunkt, um da einen Cut zu machen. Ja, so bei der Datenbank sind wir drin gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.